Wie echt ist das TV-Leben wirklich von den Wollnys? Jetzt packt Silvias Tochter Kalanta aus. Seit 2011 Jahren flimmern die Wollnys erfolgreich über die Bildschirme. Millionen Zuschauer verfolgen das Leben von Familienoberhaupt Silvia, 59, und ihren Kindern. Doch wie echt sind die Szenen im TV wirklich? Jetzt spricht die verstoßene Tochter Kalanta, 23. Kalanta ist bekannterweise gar nicht mehr gut auf ihre Familie zu sprechen. Seitdem Silvia ihre Tochter Kataleja, 5, adoptiert hat, herrscht Funkstille. Bei einer Fragerunde auf Instagram offenbart Kalanta, dass sie mit niemandem mehr Kontakt von den Wollnys hat. Stattdessen packt sie regelmäßig auf Instagram über ihre Mutter und Geschwister aus. Wurden die Folgen gefaked oder war das euer richtiger Alltag? Fragt jetzt ein Follower neugierig nach. Kalantas ehrliche Antwort: Unser richtiger Alltag? Der bestand aus Putzen, Aufräumen und irgendetwas Neuem für das Haus, wo man helfen musste. Ganz am Anfang soll es sogar ein Drehbuch gegeben haben. Aber mittlerweile steht einer hinter der Kamera und brieft alle, dass die das und das machen oder sagen sollen. Und bestimmte Szenen werden extra gedreht, gewisse Partys etc. Außerdem verrät Kalanta, dass all ihre Familienmitglieder rauchen. Die TV-Zuschauer bekommen das jedoch nicht zu Gesicht, weil das Aziz aussieht vor der Kamera. Die Wollnys existieren ja, weil wir zeigen wollten, dass wir keine asoziale Großfamilie sind, erklärt sie. Wie viel Wahrheit in den Enthüllungen von Kalanta steckt? Unklar.